Jens Ahlan, vielen Dank, dass Sie uns da haben zuschauen lassen. 25 Kilo Marihuana in einer Nacht, 10 Kilo Cut. Ja. Und noch die Cannabis-Samen. Ist das so eine ganz normale Bilanz? Ich finde das irre viel. Wir finden jede Nacht Drogen am Flughafen. Das ist für uns tatsächlich mittlerweile Normalität. Das hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Corona hat sicherlich auch einen Anteil daran. Mit steigendem Paketvolumen für die Schmuggler sehr attraktiv, ihre Drogenpakete in der Masse untergehen zu lassen. Klingt ja auch relativ bequem. Aber jetzt sagt Schweinchen schlau in mir, da stehen ja Absender und Adressat drauf. Ist ja dann für die Ermittler wahrscheinlich ein leichtes Spiel. Oder darf man sich das so nicht vorstellen? So einfach ist es nicht. Also erstmal ist die Herausforderung aus der halben Million Pakete jede Nacht, die richtigen rauszufischen, die wir dann kontrollieren. Wir haben eine Risikoanalyse. Ich habe mal ein Beispiel. Sie wären Zöllner. Sie sehen, da ist ein Paket aus Kolumbien nach Deutschland, 20 Kilo Teddybär-Inhalt. Würden Sie das anklicken und kontrollieren? Teddybären aus Kolumbien? Ja, 20 Kilo schwer. Ich habe keine Ahnung von Ihrem Job, aber ich würde sagen, da lohnt sich mal ein Blick. Ne? So machen wir das auch. Es ist nur leider nie so einfach. Ja. Das heißt, da die Auswahl zu treffen und natürlich Routen spielen eine Rolle. Warum verschickt jemand vielleicht ein technisches Gerät aus Südamerika nach Europa? Können wir uns schon mal angucken. Also hier ist zum Beispiel, da haben Sie schon ein bisschen dran rumgeschraubt, so einen Monitor, den haben Sie gefunden. Ne? Ja, also technische Geräte sind tatsächlich ein sehr beliebtes Schmuggelversteck. Wir hatten schon Kaffeemaschinen gefüllt mit Marihuana oder andere Sachen. Hier großer Bildschirm und auch tatsächlich großer Treffer. Und der sah irgendwie komisch aus im Röntgenbild? In der Tat, genau. Also da ist alles dran, was bei so einem Monitor dazugehört. Sie können hier mal das hier rausholen, diese Einlage, dann können wir mal zeigen, was das Problem war. So, und das ist auch der Grund, warum wir Handschuhe tragen, denn das hier ist keine Fake-Requisite, sondern, nee, was ist das? Das ist ein Kilo hochreines Kokain. Ein Kilo? Ein Kilo. Hat einen Straßenpreis von? Knapp 75.000 Euro. War schön, dass Sie da waren, auf Wiedersehen. Ja, es ist, genau. Nein, also. Ja. Genau. Boah. Und das wird halt, genau, der Größe angepasst, ja, luftdicht verpackt. Und auf dem Röntgenbild sieht man dann aber eben, oder die erfahrenen Kollegen sehen das halt, das ist einfach was, was da nicht reingehört. Und da muss man auch mal aufbohren, aufschrauben und der Sache auf den Grund gehen. Ja. Warum haben Sie uns diese mittelmäßig geschmackvolle Kunst mitgebracht? Weil das mein persönliches Schmuggel-Highlight ist tatsächlich. Ja. Das waren Bilder, auch aus Südamerika. Und die fielen halt auf, weil sie, Sie können ja mal eins in die Hand nehmen, weil sie sehr dick waren. Ja. Und wir kamen dann auf die Idee, mal einen Drogentester dran zu machen. Wir haben also die Rückseite mal ein bisschen angekratzt. Und diese Bilder bestehen komplett aus Kokain. Das waren insgesamt 10 Bilder mit einem Gesamtgewicht von 5 Kilo, um 5 Kilo vielleicht mal greifbar zu machen. Das hätte für eine Einzeldosis gereicht, für so viele Menschen wie in das ausverkaufte Stadion des 1. FC Köln passen. Aber jetzt liegt es beim Zoll und da liegt es gut und sicher. Genau, Straßenverkaufswert hier sind wir schon bei 370.000 Euro. Och Gott, bringen Sie die Leute nicht auf neue Jobideen. Nee. So, was haben wir hier noch? Also auch Bücher sind natürlich im Versteck, ähnlich wie die Bilder. Genau. Das hier ist so ein Kunststoffzahnrad, ne? Wofür braucht man das? Genau, ein Maschinenbauteil, so waren sie auch angemeldet, 2 Stück. Sehr massiv, aber auf dem Röntgenbild, und das ist natürlich auch ein wichtiges Instrument für uns, zu gucken, wie sehen die Röntgenbilder aus, was kann man sehen. Da sah man, dass die Struktur nicht gleichmäßig ist. Und dann muss man auch mal bohren. Mhm. Genau das haben wir gemacht. Und vielleicht sieht man es hier auch, ein kleines Loch, schon weißes Pulver, gefüllt mit Kokain. Beide zusammen auch wieder ein knappes Kilo. Also Ihnen entgeht da nichts, weil man eben doch so eine Ahnung kriegt anhand des Röntgenbildes. Hier ist so eine Kiste mit BHs. Die sind unverdächtig, oder? Die sind unverdächtig, okay. Und zeigen mal sehr schön, was einfach eine gängige Methode ist. Einfach Privatsendungen vorzutäuschen. Und das ist genau die Herausforderung bei uns, sich eben nicht täuschen zu lassen von der Aufmachung. Ja, Klamotten, alles gut. Und hier ein großes Pack mit Haarpflegeprodukten. Und wenn man erstmal so aufschraubt und mal guckt, dann, ja, passt das. Da ist irgendwie Haarschmatze drin, wie ein Kollege von mir immer sagt. Also Haargel oder so. Mit den Handschuhen ist ein bisschen tricky. Genau, aber hier sieht man es. Ja. Ne? Riecht auch lecker, alles gut. Wo ist das Problem? Röntgenbild hat gezeigt, die hatten eine doppelte Wand. Wir mussten eins aufbrechen. Und in jedem dieser Dosen ist eine Einlage drumherum mit Kokain. Haben Sie denn das Gefühl, dass das, was Sie da Nacht für Nacht betreiben, ist ja im Grunde eine Sisyphus-Arbeit, dass das wirklich auch die Händlerringe empfindlich stört? Oder sagen die sich in Kolumbien, meine Güte, dann ist da halt mal ein Kilo Koks flöten gegangen? Das war Ihre Eingangsfrage. Ne? Wir haben natürlich hier Daten an den Paketen. Wer schickt was wohin? Ja. Und jeder unserer Aufgriffe ist für unsere Zollfahndung, das ist ein spezieller Trupp in der großen Zollfamilie, ein Ermittlungsverfahren. Und es kann sein, dass eben so ein Aufgriff dazu führt, aufgrund der internationalen Zusammenarbeit, dass man Verteilerringe im Absenderland oder auch im Empfängerland damit sprengen kann. Also jeder Aufgriff hat seinen Wert, definitiv.
wahnsinnig fasziniert, das mal so zu sehen. Und morgen Abend ab 20.15 Uhr steht der gesamte Abend bei RTL im Zeichen der Verbrechensprävention. Und dann werden wir von Ihrer Arbeit beim Zoll auch noch ein bisschen mehr sehen. Und zwar im Stern-TV-Spezial Kampf gegen das Verbrechen. Das sehen Sie dann ab 22.35 Uhr. Toll, dass wir diesen Einblick mal bekommen haben. Und ich sage, glaube ich, in vieler Leute Interesse, viel Erfolg bei der Arbeit weiterhin. Grüßen Sie die Kolleginnen und Kollegen Jens Adam. Tausend Dank.